Was machst du da, Baby? Boah. Ich frag mich echt, was dich damals geritten hat. Schatz. Wir müssen aufstehen. Ich hab doch damals auch nachts um 12:30 Cheeseburger gewollt. Warum tun wir uns das nochmal an? Oh Mann. So, schönen guten Abend, was darf's sein? 2 Cheeseburger, bitte. Dankeschön. Wessen dumme Idee war das wieder? Schatz, wir müssen einkaufen gehen. Warum? Weil wir doch wieder einen Tag essen wie ich, als ich schwanger war. Oh, mir sitzt der Burger immer noch quer von heute Nacht. Damals war es einfacher. Einfach losgehen und fertig. Da hat's den Kleinen im Bauch. Mach deinen Schnuller mit. So, jetzt 7 Monate danach, mein Schatz, kannst du es nachvollziehen, warum du mitten in der Nacht Lust hattest auf McDonald's? Schatz, Bär, ich bin hungrig. Ich hab Hunger auf Cheeseburger. Nö. Das ist Wahnsinn, ne? So ein Cheeseburger ist ja, ich hab's gestern schon zu dir gesagt, ja. So ein Cheeseburger ist ja echt räudig, ne? Ja. Das ist so richtig räudig, da ist, der sieht ja richtig matschig aus. Aber schmecken tut er trotzdem. Ja. Und wann waren wir? Das Krasse ist, wann waren wir das letzte Mal bei McDonald's? Vor 7 Monaten. Nee, nicht vor 7 Monaten, sondern während Junas Geburt hast du mir einmal von McDonald's was gesagt. Seit Junas Geburt waren wir nicht mehr bei McDonald's essen. Krass. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video ernähren wir uns einen Tag wie mein schwangeres Ich Teil 2. Und jetzt mal eine Runde Mitleid für alle Brillenträger in diesen Zeiten. Also, damals wäre ich jetzt eskaliert. Es gibt keinen Käse-Schinken-Croissant. Das finde ich ganz geil. Wienerle-Croissant. Wienerle-Croissant? Ja. Okay. Sie haben jetzt der Zwilling, oder? Ja. Tatsache. Schau, die sind verbunden, genau wie wir. Können wir mal drüber sprechen, wie süß einfach Juna aussieht und sie passt perfekt zu meinem Mundschutz. So stelle ich mir doch ein ausgewogenes Frühstück vor nach der McDonald's Action heute Nacht. Bob. Geil ist es. Können wir einmal ganz kurz darüber sprechen, dass wir endlich an unserem Tisch sitzen? Für all diejenigen, die uns so lange verfolgen, wissen, wie uns das genervt hat. Aber die finale Roomtour zu unserer Wohnung folgt natürlich. Also abwarten. Ich frage mich echt, was dich damals geritten hat. Nach McDonald's, nach dem Käse-Schinken-Croissant, jetzt noch Schokoballs und dann noch mit O-Saft zu essen. In welchem Monat warst du da? Im 5.? Ich glaube schon, ne? Ich war aber schon relativ rund. Also ich glaube eigentlich schon im 6. Was machst du da, Baby? Ja, irgendwie so. Wir verlinken euch natürlich das alte Video, wo wir jetzt ja heute quasi demnach ernähren, in der Beschreibung. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr Team knusprig oder Team matschig? Ich liebe das ja, die so einweichen zu lassen. Ich nicht, deswegen fange ich jetzt auch an. Doch, ich lasse mir noch ein paar Minuten Zeit, wenn wir schon morgens Kellogg's hier, beziehungsweise Müsli oder so, Cereals essen. Aber die Kombination aus O-Saft und denen, das raff ich immer noch nicht. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Echt? Mhm. Prost. O-Saft hat mir auch echt lang nicht mehr.
Schön einweichen lassen. Bis er seine Cornflakes isst, sind meine leer. Also die habe ich ja echt eine ganze Weile lang gefeiert in der Schwangerschaft, ne? Ja, das hast du. Wer hat hierfür früher auch immer Ärger bekommen? Warum bekommt man dafür Ärger? Schlürfen aus der Schüssel. Also ich finde, mein Frühstück war sehr ausgewogen in der Schwangerschaft. Doch bevor es jetzt Mittagessen gibt, wir haben festgestellt, dass immer noch 58% von euch uns nicht abonniert haben. Deshalb, wenn du da draußen uns unterstützen möchtest, abonnier den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und bei 5000 Daumen nach oben gibt es einen dritten Teil. Schatz, es gibt Mittagessen. Was haben wir hier denn Leckeres? Nudels mit Tomatensauce. Mit extra Jody Speziale Soße. Genau, meine Jody Tomatensauce. Auch komm, dieses angebratene Butter mit ein paar Zwiebeln, ich hab das geil. Ich habe das früher oft gemacht, als ich in meiner ersten Wohnung lebte und nicht viel im Kühlschrank hatte, beziehungsweise nie Bock einzukaufen. Auf Studentenlevel. Genau, Studentenlevel. Nudeln und Tomatensauce hat man fast immer da oder eins der wenigen Dinge, die und man... Und kostet nicht so viel. Kostet nicht so viel, genau, und schmeckt. Ne? Würde ich mir jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so machen, aber in der Schwangerschaft hatte ich da echt öfter mal Bock drauf. Und dazu gibt es ein Proteinshake, denn den hatten wir auch in dem Video. So, probieren wir mal diese Creazione. Mm. Was willst du eigentlich sagen? Versuchst du italienischen Slang? Ja, auf italienisch angelehnt so. Danke, dass du mich auslachst vor so vielen Zuschauern. Vielen Dank, mein Schatz. Ist nicht dein bestes Gericht, aber schmeckt sehr gut. Würde mich auch stark wundern, wenn das hier auf einmal gegen meine Kässpätzle ankommt. Oh, ja. Oh mein Gott, hast du es gerade gehört? Was? Ich habe Kässpätzle gesagt. Mein bayerisches Geflöten. Keine Sorge, wir sind bald in Bayern und dann drehen wir auch ein Video ab, wo wir einen Tag nur bayerisches Essen essen. Da kommst du dann wieder. Kässpätzle, Kässpätzle. Kässpätzle, Kässpätzle, Kässpätzle. Prost. Auch eine komische Kombination. Entschuldige. Boah, erstmal McDonald's und dann dieses schöne Croissant mit Würstchen, Schokopops. Wobei ich sagen muss, es war geil. Es war geil, ja. Also McDonald's war auch geil, so um 12:30 Uhr nachts. Jetzt die Nudeln und später geht's noch weiter. Wir bekommen sogar noch Besuch. Na? Freust du dich schon auf den Döner? Ja, der ist lecker. Und du, Mandy? Naja, eigentlich bin ich auf Diät. Hallo. Warte, ich muss erstmal das ganze Papier hier irgendwie. Boah, ist sehr saftig. Mhm. Schmeckt noch genauso gut wie damals. Ja, ich glaube, ich war Besteck. Na, wie schmeckt dein saftiger Gemüse-Döner? Saftig. Saftig? Mhm. Genauso saftig wie damals noch? Saftiger, glaube ich sogar. Also für alle, die noch nicht in Hamburg sind oder aus Hamburg kommen, probiert ihn wirklich aus. Hier Cell Kebab. Das Besondere daran ist, der hat halt wirklich hier Grillgemüse noch in sich. Wirklich, der ist sehr, 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 sehr saftig. Ich sag klar, wir immer. No sponsored. No sponsored. Bezahlt. Hat Oski bezahlt. Oskar und Manny sind nämlich auch zu Besuch, die eigentlich Diät machen und haben uns für dieses Video gesponsert. Ich Mandy so, nein, ich mach keine Idee, ich bin ich nicht da. Ich hab nur einmal abgebissen, der gehört eigentlich Juna. Die ist gerade im Foodkoma. Nee, die ist gerade wach geworden, glaube ich. Na, mein Schatz, bist du wach geworden? Nee,
So, Manny und Oskar, ich würde sagen, ihr nehmt sie mit und wir gehen dann heute mal los, ne? Ja. Ne? Juna, ja. Was sagst du? Manny sofort. Ja, ich bin voll dabei, kein Problem. Ne, Juna? Heute schläfst du bei Tante Oskar und bei Tante Mandy. Ja. Und gib doch die dazu. Die hat Jodie auch gegessen. Die leckeren. Apropos, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die sind so geil, weil das so eine geile Kombination ist aus süß und salzig. Das ist so richtig, du wirst richtig süchtig danach. Insider aus dem damaligen Video. Ich wollte die gar nicht essen. Er hat zu mir gesagt, komm, du isst die jetzt noch, weil ich möchte die. Ey! Also geil sind die ja, muss ich echt zugeben. So alles, kommt alles raus. Alte Schummelbacke. Also. Aber die wolltest du. Oh, wer will Schokopops bitte um 11:30 Uhr abends essen? Auch am Abend, morgens und abends. Die wollte ich, die sind auf meinem Juna, geht's dir gut hier? Alles gut? Andere ist auf meinem Mist. Okay, Juna, geht's gut. Nur die mag ich eigentlich gar nicht. Ja, aber gegessen ist gegessen, mitgehangen, mitgefangen. Stellen wir zur Seite, ne, so, damit die Zuschauer auch sehen, was wir hier essen. Auf mein Telefon. Auf dein Telefon. Scheißegal, ob es auf meinem Telefon ist. Ja, Prost. Mach mal. Nee, warte mal so. Nein, wir machen auf Ramondisch. Ramondisch. Warte. Wie geht's? Falsch irgendwie. Nee, scheiße. Wie geht denn das? Ja, nee. Ihr müsst. Ja. Oh, genau. So, so, so. Juni muss. Ich komm gar nicht an. Juni muss sehen. Ich wollte meine Apfel essen. Bis zur Hochzeit können wir das. Ja. Und dann vergessen wir, weil wir total besoffen sind. Ja, stimmt. So. Und weißt du, so sehr. Okay. Okay, Bruder. Kurz, Moment. Und weil du die so sehr liebst, direkt hinterher. Mm-mm. Oh, komm schon. Und da machen wir auf Ramon. So pervers, kann ich gleich die in meine Milch tunken. Ehrlich, mach die rein in die Milch. Oh. Stell ich mir geil vor. Das ist so ein Dodo-Move. Hey! Was soll das? Ist die? Nicht mit Milch, bist du das Wahnsinn? Oh. Was? Niet. Ja. Also meine Freunde, bei 5000 Daumen nach oben kommt der dritte Teil. Wir haben nämlich 5 Stück gedreht. 5 Stück, ich erinnere mich einen Tag wie meine schwangere Frau, Freundin, wie auch immer wir die genannt haben. Alle Teile sind unten in der Beschreibung verlinkt. Wie gesagt, der nächste Teil bei 5000 Daumen nach oben. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, Johnny, Jody, Juna. Baby, baby, baby. Nein, voll falscher Kanal, mein Schatz. Aber mach's gut, meine Freunde, und bis dahin. Shoo!